Hi zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Marco und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach euren PlayStation 4 Controller zurücksetzen könnt. Und damit behebt ihr diesen bescheuerten Fehler namens Stick Drift, also das unkontrollierte Zucken von eurem PlayStation 4 Stick, wenn ihr gerade bei COD oder bei Fortnite einen feinsten Headshot landen wolltet. Das ist ein richtig behinderter Fehler. Und das Ganze funktioniert bei jeder PlayStation 4, egal ob Slim, Pro oder dem Original. Die Umsetzung ist extrem einfach und spart einfach eine Menge Kohle, da man sich ja bei technischen Problemen dann ja doch eher mal einen originalen neuen PlayStation 4 oder SCUF-Controller gekauft hat. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid und keine Videos mehr rund um die Themen Technik, Reviews und Heimwerken mehr verpassen wollt, dann lasst mir gerne ein Abo da und jetzt auf geht's, lasst uns loslegen mit dem Reset von unserem PlayStation 4 Controller. Unsere PlayStation 4 brauchen wir dafür ausnahmsweise mal nicht. Daher stellt bitte sicher, dass die PlayStation komplett ausgeschaltet ist. Kein Ruhemodus, keine LEDs, sondern komplett aus. Im nächsten Schritt schnappt ihr euch euren PlayStation 4 Controller und betätigt 10 Sekunden lang dauerhaft diesen kleinen Reset-Knopf vorsichtig mit einem spitzen langen Gegenstand. Habt ihr das erledigt, drückt ihr anschließend beide Sticks für 30 Sekunden konstant nach unten. Die Sache sieht vielleicht etwas komisch aus, vertraut mir aber, das funktioniert tatsächlich. Haben wir nun die Sticks für 30 Sekunden gedrückt, müssen wir danach den linken und rechten Stick gleichzeitig jeweils 5-mal nach rechts drehen und weil es so schön war, direkt im Anschluss erneut 5-mal nach links. Um die Sache abzuschließen, drücken wir danach nochmal beide Sticks für 30 Sekunden nach unten und haben unseren Controller erfolgreich resettet. Ja, und damit sollten die Probleme mit dem Stick Drift verschwunden sein und eure Controller von der PlayStation 4 eben wieder einwandfrei funktionieren. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen und bin sehr auf euer Feedback gespannt. Schreibt mir noch gerne kurz in die Kommentare, ob alles geklappt hat oder ob noch Fragen offen geblieben sind. Ich antworte eben so schnell es mir möglich ist. Ansonsten viel Spaß beim Zocken und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, euer Marco.